Bevor wir in die Mittagspause eintreten, ist es meine Aufgabe, immer irgendwelche Bekanntgebungen zu machen. Jetzt kommt noch ein wichtiger Hinweis. Wir haben für diese Veranstaltung eine Festbroschüre geschrieben. Diese Broschüre enthält alle Reden, die hier gehalten wurden, in ihrem Kern. Sie enthält ein Geleitwort unseres Ministers Heinz Kessler, ein Grußadresse der von Sowjetmarschällen, Armeegenerälen und Flottenadmiralen, des Weiteren ein Abschnitt Höhepunkte, Episoden und Ereignisse in 30 Jahren, also verschiedene Geschichten, Wichtiges und weniger Wichtiges. Es sind alle Kampfschiffe und Boote, die von 1960 bis 90 bei uns in Dienst waren, aufgenommen wurden und als bunte Zugabe die Wappen der Volksmarine, Flaggen, Stander, Dienstgradabzeichen, Auszeichnungen etc. Ansonsten wünsche ich guten Appetit. Wir setzen 14.10 Uhr die Veranstaltung fort. Immer gut, wenn man sich wieder auf den beziehen kann. Wie der Verlauf der bisherigen Veranstaltung war, ja. Was Ihnen die Veranstaltung gegeben hat bisher? Also ich finde diese Maßnahme sehr gelungen und vor allen Dingen hat mir sehr gefallen das Referat von Theodor Hoffmann. Es hat die Entwicklung der Volksmarine charakterisiert und er hat alles gesagt, was notwendig war, um den Frieden zu erhalten, damit es in Europa zu keinem Krieg kommt. Und dafür gebührt Ihnen mein herzlicher Dank. Das war schon für mich damals ein großes Erlebnis. Ich war ein junger Leutnant, Kommandant eines Torpedoschnellbootes und es war der Kampfkern 1, der hier mitgefahren ist, aber auch andere Schnellboote. Und für mich ist es nun nach 50 Jahren das erste Mal, dass ich einen Film über diese Parade gesehen habe. Das muss ich hier ehrlich zugestehen. Und deswegen war das für mich tief bewegend. Auch die Teilnahme heute, die mir möglich war an der Kranzniederlegung, wo wir hier die roten Matrosen unsere Ehrerbietung gebracht haben für ihren Kampf, der leider nicht zum Erfolg führte, aber sie haben ihr Blut und ihr Leben für eine revolutionäre Sache. Der Mann, der intensiv geackert hat, vorbereitet hat, wie geht's dir jetzt? Ich muss sagen, ich bin erleichtert. Erstens, weil das alles, was wir uns in der Konzeption vorgenommen haben, so wunderbar geklappt hat und ich viele, viele Hände und Helfer hatte, die an der Organisation teilgenommen haben, in der Vorbereitung seit April des Jahres 2010. Und das widerspiegelt sich heute im Ergebnis unserer guten Festveranstaltung zu diesem hervorragenden Tag. Ich muss sagen, das hat mir viel Spaß. Berührt einen schon, ja. Das kommen Erinnerungen auf, ja, wie man damals gearbeitet hat, wie es damals war und was noch heute alles ist, ja. Denn Sie wissen ja, ich habe einen schweren Weg hinter mir. Gemeinsam mit Minister Kessler und Erich Honecker waren wir im sogenannten Honecker-Prozess, wurden dann verurteilt. Ja. Habe 3,5 Jahre in den Justizvollzugsanstalten der BRD gesessen. Und deshalb sind solche Veranstaltungen hier für uns natürlich besonders wichtig, damit man sieht, wir haben nicht umsonst gearbeitet, ja, und haben unseren Beitrag dazu geleistet, dass eben in Europa über 40 Jahre lang Frieden herrschte. Und das erfüllt einen mit Stolz. Und wenn die Genossen jetzt kommen und gratulieren einen und sagen, du siehst noch gut aus, du machst noch einen guten Eindruck und so weiter und so fort, dann ist man stolz darauf und sagt, jawohl, nicht. Und man sieht, die Autorität ist noch da, ja, nicht? Und deshalb ist es erfreulich, an solche Maßnahmen hier teilzunehmen. Hat alles so geklappt wie heute? Schwer zu sagen. Man erinnert sich an der Hauptsache nur an gute Sachen. Und es war ein erhebendes Gefühl, muss ich sagen, dass ich erstmal mit ausgewählt wurde. Es waren 3 Schnellboote, die eine besondere Aufgabe hatten. Das erste Schnellboot hat den Minister für Verteidigung gefahren
das zweite Schnellboot, den Chef der Volksmarine. Und da wurde es wie analog auf den Paraden, auf den Marx-Engels-Platz mit Meldung, dass sie gegeneinander fuhren und dann die Meldung erstatten. Und ich hatte die Aufgabe als drittes Boot, die ganzen Veteranen, beginnend mit der Rosa Thälmann, mit Bayer, mit Kittelmann, mit dem Roten Admiral, die waren alle bei mir an Bord, das war ein erhebendes Gefühl. Walter Steffens auch so? Walter Steffens war auch alle, mir fallen jetzt nicht alle Namen sofort ein, aber es waren so ungefähr 10, 12 Persönlichkeiten, die sich auch bei uns sehr wohl gefühlt haben, muss ich sagen, und die uns auch viel gebracht haben, denn es wurde ja sofort ein Gespräch begonnen, auch die Matrosen sofort haben Fragen gestellt, das war ein erhebendes Gefühl. Auch das hat praktisch, als dann der Befehl kam des Mützenbandwechsels und wir dann wussten, dass wir Volksmarine heißen, das war wirklich... Das heißt, mal warten, bis die Kamera so weit ist, läuft. Was ist das für ein Gefühl, hier mit den ehemaligen Kameraden zusammenzutreffen? Also für mich erstmal ein erhebendes Gefühl, weil ich viele Jahrzehnte nicht mehr gesehen habe. Obwohl die Marine an der Küste ja eng begrenzt ist, trotzdem sind viele vor mir nach Hause gegangen. Die sind nach Thüringen, Sachsen, sonst wohin oder in die Altbundesländer gegangen. Und hier trifft man die dann nach Jahren, Jahrzehnten wieder. Und das, was man gemeinsam an Auffassung hat und an gemeinsamen Entbehrung hatte, das schmiedet zusammen. Da freut man sich. Wir setzen unsere Veranstaltung fort mit dem Vortrag von Kapitän zur See und Dr. Stillein. Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste, die Volksmarine, ein zuverlässiger Bündnispartner der Flotten des Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages, ein Thema, welches in Anbetracht der Materialfülle hier natürlich nur schlaglichtartig behandelt werden kann. Zunächst ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass die Volksmarine inklusive ihrer Vorgängerinnen von Anfang an als Koalitionsflotte konzipiert war. Der Aufbau und die Entwicklung von Seestreitkräften in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands und in der Deutschen Demokratischen Republik wären ohne die Hilfe durch die sowjetische Seekriegsflotte nicht möglich gewesen. Während in den westlichen Besatzungszonen der Aufbau von Streitkräften unter Einbeziehung und Führung von Spitzenkräften der faschistischen Wehrmacht und Kriegsmarine erfolgte, kam ein solcher Verfahrensweg für die sowjetische Seite und die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands nicht in Frage. Deshalb gab es bei der Formierung von bewaffneten Organen im Osten Deutschlands nur die Alternative, klassenbewusste Antifaschisten mit der Führung zu beauftragen und hinsichtlich der militärischen und maritim-militärischen Kompetenz die Unterstützung durch sowjetische Spezialisten in Anspruch zu nehmen. Andererseits war die Sowjetunion daran interessiert, bei der Bewältigung bestimmter Sicherheitsprobleme auch deutsche Leistungen in Anspruch zu nehmen. In den Gründerjahren sozialistischer Streitkräfte der DDR war die Lieferung sowjetischer Militärtechnik genauso unverzichtbar wie das Wirken kriegserfahrener Marineoffiziere der UdSSR als Berater. Das betraf insbesondere bis Anfang der 1960er Jahre die Übergabe von Küstenschutzschiffen, Torpedoschnellbooten und U-Boot-Abwehrschiffen sowie die spätere Ausrüstung der Volksmarine mit Raketen, Schnellbooten und Küstenraketentruppen. Große Bedeutung hatte die Ausbildung von Marinekadern an sowjetischen Lehreinrichtungen. Bereits 1952 begann die Ausbildung von Seeoffizieren der Deutschen Demokratischen Republik an der eigens dafür gegründeten Höheren Offiziersschule der Baltischen Flotte der UdSSR in Kaliningrad. Seit dem Jahre 1954 studierten Offiziere der Seestreitkräfte der DDR an der Seekriegsakademie in Leningrad und an anderen Militärakademien der UdSSR.
Seit dem Jahre 1961 wurden mehr als 300 Offiziersschüler aus der DDR an der höheren Seeoffiziersschule in Baku zu diplomierten Offizieren der Volksmarine ausgebildet. Die Nationale Volksarmee der DDR wurde von Anfang an im Geiste des Warschauer Vertrages formiert, ausgebildet und erzogen, nämlich in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen, den Frieden zu erhalten und im Falle eines bewaffneten Überfalls den Aggressor zurückzuschlagen mit dem Ziel, Frieden und Sicherheit wiederherzustellen. Die Zusammenarbeit und das Zusammenwirken zwischen den verbündeten Armeen und Flotten basierten auf den Beschlüssen des politischen beratenden Ausschusses und den Festlegungen des Komitees der Verteidigungsminister. Dazu wurden Entwicklungs- und Maßnahmenpläne durch den Stab der Vereinten Streitkräfte in Abstimmung mit den Generalstäben der verbündeten Armeen, darunter dem Hauptstab der Nationalen Volksarmee, erarbeitet und in Form von Empfehlungen des Oberkommandierenden der Vereinten Streitkräfte an die Verteidigungsministerien übergeben. Großen Einfluss auf die Tätigkeit der verbündeten Armeen und Flotten hatten die Pläne der gemeinsamen Maßnahmen, vor allem die Jahrespläne der operativen und Gefechtsausbildung, in erster Linie an die internationalen Manöver, Flottenübungen, Kommandostabsübungen und andere gemeinsame Ausbildungsmaßnahmen. Allein deren Ausruhr war das Jahr 1963, in dem erstmals unter Leitung des Oberbefehlshabers der sowjetischen Seekriegsflotte, Flottenadmiral der Sowjetunion Gerschkow, in der Übung Proliv die Aufgaben der verbündeten Ostseeflotten im Komplex durchgearbeitet wurden und erste dreiseitige Dokumente des Zusammenwirkens in Kraft traten. Darunter der Plan der Verteidigung der Pommerschen Bucht, der das Zusammenwirken der ersten Flottille der Volksmarine, der achten Küstenverteidigungsflottille der polnischen Seekriegsflotte und der 24. selbstständigen Raketenschnellbootsbrigade der baltischen Flotte der UdSSR bei höheren Stufen der Gefechtsbereitschaft regelte. Ungewöhnlich großen Umfang hatten die operativ-strategischen Übungen Waffenbrüderschaft, die 1970 und 1980 unter Leitung des Ministers für nationale Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik durchgeführt wurden. An ihnen nahmen die Volksmarine in fast vollem Bestand sowie umfangreiche Darstellungskräfte und operative Gruppen der baltischen Flotte der UdSSR und der polnischen Seekriegsflotte teil und vervollkommneten ihre Fähigkeiten im Zusammenwirken mit den Land- und Luftstreitkräften der verbündeten Armeen. Großen Einfluss auf die Vervollkommnung des Zusammenwirkens hatten die regelmäßig stattfindenden Zusammenkünfte des Führungsbestandes der verbündeten Flotten, die durch das Vereinte Kommando geplant und organisiert wurden. Besonders häufig und intensiv beschäftigten sich solche Arbeitstreffen mit neuen Erkenntnissen der Militärwissenschaft, mit Problemen des Nachrichtenwesens, der hydrographischen Sicherstellung, des funkelektronischen Kampfes, der rückwärtigen Sicherstellung sowie der operativen und Gefechtsausbildung. Die Ergebnisse solcher Beratungen und Erfahrungsaustausche bildeten dann oft die Grundlage für Empfehlungen des Oberkommandierenden der Vereinten Streitkräfte, so zum Beispiel für die Schaffung eines einheitlichen Seekartenwerks oder für die Einführung standardisierter Gefechtsdokumente. Außer den Zusammenkünften mit Vertretern aller verbündeten Flotten fanden auch Arbeitstreffen des Führungsbestandes der drei verbündeten Ostseeflotten statt, bei denen Wege der Vervollkommnung des Zusammenwirkens beraten wurden. Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Erarbeitung der Dokumente des Zusammenwirkens Baltica, die alle Maßnahmen der baltischen Flotte der UdSSR, der polnischen Seekriegsflotte der Volksmarine zur Schaffung und Aufrechterhaltung eines günstigen operativen Regimes in der südwestlichen Ostsee beinhalteten und koordinierten.
unbestreitbar gingen auf den meisten Gebieten des Zusammenwirkens die entscheidenden Impulse von sowjetischer Seite aus. Es gibt aber auch nicht wenige Beispiele dafür, dass von Seiten der nationalen Flotten, so auch von Seiten der Volksmarine, Erfahrungen an die verbündeten Flotten übermittelt wurden. So fanden technische und organisatorische Neuerungen bei der Raketenübergabe und Übernahme, die in der Volksmarine zu erheblichen Senkungen von Normzeiten führten, Eingang in andere verbündete Flotten. Die Raketenkräfte der Volksmarine spielten auch eine Pionierrolle im Kampf um die erste Salve und bei der Ausschöpfung der maximalen Reichweite der Bewaffnung. Beispielgebend war die Volksmarine bei der Verwirklichung von Empfehlungen des Oberkommandierenden der Vereinten Streitkräfte zum Schutz der Zivilflotte, die im Jahre 1975 erlassen wurden. Dazu wurde unter Federführung des Operativorgans des Kommandos der Volksmarine ein Plan des Schutzes der Zivilflotte erarbeitet und mit den betreffenden Ministerien der Deutschen Demokratischen Republik, dem Kombinat Seeverkehr und Hafenwirtschaft und dem Fischkombinat abgestimmt. Ich konnte mich bei Konsultation des Verkehrsministeriums der Deutschen Demokratischen Republik und des Kombinat Seeverkehr und Hafenwirtschaft mit Verantwortungsträgern in Moskau und Riga von der Ernsthaftigkeit der Bemühungen überzeugen, in einer Spannungsperiode gemeinsam das ökonomische und militärische Potenzial der Zivilflotte zu erhalten. In Würdigung der vorbildlichen Organisation des Schutzes der Zivilflotte wurde die Volksmarine beauftragt, im Jahre 1986 eine Lehrübung zum Komplex Kontrolle, Schutz, Rückruf und Rückführung der Zivilflotte durchzuführen, an der Vertreter der verbündeten Flotten und der Zivilflotten der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages teilnahmen. Zusammenfassend kann man mit Fug und Recht konstatieren, dass sich die meisten ehemaligen Angehörigen der Volksmarine im Rückblick gern an viele Beispiele vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den verbündeten Flotten erinnern und die gelebte Waffenbrüderschaft nicht missen möchten. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit war auch charakteristisch für das Verhältnis zwischen den Führungsorganen der verbündeten Flotten und deren höchsten Repräsentanten. Als Augenzeuge von Begegnungen des Chefs der Volksmarine mit dem Oberbefehlshaber der Seekriegsflotte der UdSSR war ich beeindruckt vom Klima der gegenseitigen Achtung, sei es im Januar 1980 die gemeinsame Arbeit von Admiral Ehm und Flottenadmiral der Sowjetunion Gorschkow zur Vorbereitung des Protokolls über die Entwicklung der Volksmarine im bevorstehenden Jahr 5, oder das Treffen von Vizeadmiral, damals noch Vizeadmiral Hoffmann, mit Flottenadmiral der Sowjetunion Tschernawin im Mai 1989 in Moskau. Im Ergebnis der hier kurz skizzierten Entwicklung wuchs die Volksmarine zu einer modernen Flotte heran, deren Leistungsfähigkeit von Freund und Feind anerkannt wurde. Will man Rolle und Platz der Volksmarine innerhalb der verbündeten Ostseeflotten und im Bestand der vereinten Ostseeflotte charakterisieren, muss man davon ausgehen, dass die Ostsee zu den Seegebieten mit der höchsten Konzentration von Flottenkräften gehörte. Die Volksmarine war als westlichste sozialistische Ostseeflotte unmittelbar mit den Seestreitkräften des NATO-Kommandos Ostseezugänge konfrontiert. Ebenso wie die nationale Volksarmee insgesamt, wäre die Volksmarine erstes Ziel einer Aggression des Gegners gewesen, insbesondere im Falle einer angestrebten Zerschlagung der Streitkräfte des Warschauer Vertrages nach Teilen. Zur Abwehr einer Aggression war die Volksmarine auf folgende Formen des Einsatzes vorbereitet: Teilnahme an einer Operation der Vereinten Ostseeflotte auf dem Seeschauplatz unter Führung des Befehlshabers der Baltischen Flotte der UdSSR,
Durchführung einer selbstständigen Operation der Volksmarine mit sowjetischen Verstärkungskräften unter Führung des Chefs der Volksmarine und systematische Kampfhandlung der Flottenkräfte und Truppen in der Operationszone der Volksmarine. Mit Verkündung der Militärdoktrin der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages im Jahre 1987 wurde der Verteidigungscharakter der Handlung der Vereinten Streitkräfte noch stärker als in der Vergangenheit betont. So wurde auf die bisher mögliche Option des schnellen Übergangs von Verteidigungshandlung auf Angriffsoperationen mit dem Ziel der Vernichtung des Gegners auf dessen Territorium verzichtet. Vielmehr hatten Operationen der Armeen und Flotten der Warschauer Vertragsstaaten konsequent Verteidigungscharakter zu tragen und sich auf das Ziel zu beschränken, dem Aggressor einen Erfolg zu verwehren, ihm die Aussichtslosigkeit der Fortsetzung der Kampfhandlungen zu demonstrieren, eine Eskalation des Krieges zu verhindern und den Frieden wiederherzustellen. Für die Volksmarine als erste Staffel der Vereinten Ostseeflotte bedeutete das, die Anstrengung darauf zu richten, Schläge von See und aus der Luft abzuwehren, mit dem Ziel, die Erringung der Seeherrschaft durch den Gegner nicht zuzulassen, die in Küstenrichtung handelnden Landstreitkräfte zu unterstützen, den Schutz der Zivilflotte der verbündeten Staaten zu gewährleisten und Seetransporte im Interesse der Koalition sicherzustellen, sowie ein günstiges operatives Regime in der Operationszone wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass während meiner gesamten Dienstzeit, die bis zum 30. September 1990 währte, sowohl in allen Ausbildungs- und Übungsdokumenten des Kommandos der Volksmarine und des Vereinten Kommandos der Streitkräfte der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages, als auch in der Einsatzplanung der Volksmarine die Möglichkeit eines Angriffs der sozialistischen Staaten gegen einen möglichen Gegner konsequent ausgeschlossen wurde. Vielmehr waren die gesamte operativ-strategische und operative Ausbildung sowie die Einsatzplanung ausschließlich auf die Verteidigung im Falle einer Aggression gegnerischer Streitkräfte ausgerichtet.